So, hier sind wir dann auch schon und hier haben wir auch schon die Verpackung. Wir sehen, sie sieht auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich aus zu den Vorgängergenerationen. Was aber auffällt, ist, dass sie dünner ist. Ne, das sieht man, weil es fehlt auch was im Lieferumfang. Das seht ihr aber gleich. Wenn wir hier rumgehen, haben wir nichts, außer hier hinten eine Seriennummer, die ich aber schon abgeklebt habe, damit ihr die nicht seht. Wir haben hier einmal, da sehen wir es, die Serie 6, 44 mm. Die habe ich mir geholt. Und wir brauchen auch kein Messer zum Aufmachen, sondern haben hier so eine schöne Lasche. So. Das wird natürlich schön entsorgt, kommt in den richtigen Müll. Und dann haben wir hier auch, wie bei den Vorgänger der Generation, kleine Laschen. Ups, geht das nicht gut ab. So, schauen wir mal. Ah, es ging in den Frühjahrigen aber ein bisschen besser, würde ich sagen. So, ah, das ist der Trick. Also, dann so, und hier müssen wir wieder auf die Seriennummer aufpassen, denn das Plastik ist ja abgegangen. Deswegen könntet ihr theoretisch auch die Seriennummer erhaschen, aber habt ihr hoffentlich nicht. So, wir haben auch hier zwei Pakete. Hier ist die Watch drin, das packen wir zur Seite. Und hier das Paket des Armbands. So, was auf jeden Fall ganz cool ist, ist hier drin. Ich weiß nicht, ich habe die Vierer ja gehabt und habe sie immer noch. Ob das bei der Vierer auch so aussah oder anders aussah. Das kommt aber auch erstmal zur Seite. Und dann haben wir hier auch wieder zack, eine kleine Plastiklasche und können das Band aufmachen. Zeige ich euch auch mal. Denn das Spannendste, also die Watch, kommt ja zum Schluss. So, ich habe die ganz normale Version, sage ich jetzt mal. Das heißt, ein kurzes, ein langes Band und hier vorne das zum Umschließen. Ganz normal die Silikon-Variante davon. Ich habe mir noch ein anderes Band bestellt. Und das sehen wir hier, beziehungsweise hier. Das mache ich dann eh drum. Aber das ist das, was mitgeliefert wurde. So, das können wir dann auch schon wieder zur Seite legen und komm hier zum guten Stück der Apple Watch an sich. Zack, geht magisch auf. Hier haben wir dann das normale Kabel, das heißt auf USB, und dann hier kann man die Watch an sich laden. Was aber diesmal fehlt, ist das Netzteil, weil Apple, wie bei den neuen iPhones, aus ökologischen Gründen sagt, es haben genug Leute ein Netzteil, wir müssen nicht unbedingt mehr Müll produzieren, der in den Schränken rumliegt. Haben sie hier auch kein Netzteil mitgelegt. Aber jetzt kommt das Spannendste, die Watch an sich. So, die packen wir hier einmal aus. Machen das Ganze zu. Und dann schauen wir uns hier das Ganze mal an. So. Wieder so ein Stoff, in dem das drin ist. Und wenn wir es hier rausdrücken, dann sollte es auch eigentlich rausgehen. Doch, sollte. Hoppala. Ah, man kann es hier, glaube ich, aufmachen. Nö, kann man doch nicht. Ich bin auf jeden Fall Profi im Apple Watch auspacken. So, muss ich nach oben rausschieben. Doch, so. Und dann haben wir das gute Stück vor uns liegen auch schon, auch nochmal in der Kamera. Das heißt, die Watch an sich, da ist auch eh nochmal eine Folie drauf. Das Ganze war echt schwieriger als bei der Serie 4, würde ich sagen. Also dagegen war es, glaube ich, das ist mehr so Pappe. Wahrscheinlich auch wegen Ökologie bzw. umwelttechnischen Gründen, finde ich auch eigentlich auf jeden Fall ganz gut. Aber es ging auf jeden Fall schwerer als bei der letzten, weil da war es so Stoff. Und hier haben wir dann zum Glück auch eh nochmal eine Folie drauf, dass da nichts zerkratzt. Die Watch an sich mit den Blutsauerstoffsensoren und ich werde es jetzt mal anpowern, dann werde ich sie testen. Ich habe, wie gesagt, zum Vergleich eine Serie 4 und ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder kommentiert, wenn irgendwas mies war oder was ich besser machen könnte. Und eine Review dazu sollte es eigentlich auch geben, dauert nur ein bisschen und ich wünsche einen schönen Tag. Haut rein!